The connection between sound and architecture, the way we experience space through our ears, and not just our eyes, is something most people don't think about. And yet, every building has its own unique acoustic character that affects our day-to-day lives. Professor Katrin Günther sent a group of architecture students from the Konstanz University of Applied Sciences to Berlin to work with the sound artist collective Korinsky. The purpose of the collaboration between students, professor, and artists was to try and start students thinking about how architecture is so much more than drawing and designing. It is a variety of aspects. For instance, how does sound contribute to the perception of space? The outcome of the collaboration was a sound installation at the Berliner Dom called Volume. Also ich glaube, dass die meisten Menschen ja, wenn sie an Architektur denken, eigentlich nur an das Visuelle, an das Sichtbare denken. Und das Besondere eigentlich ist eben, dass Architektur auch immer einen akustischen Aspekt hat, dass man eben je nach Größe eines Gebäudes eben auch den Klang ganz stark mitspürt. Die meisten Menschen nehmen das nicht wahr und das ist das, was uns interessiert, wie eben Architektur dann auch klanglich wahrgenommen werden kann. Mir ist es ein Anliegen in der künstlerischen Lehre, dass es eben nicht nur die konventionellen Herangehensweisen an die künstlerische Arbeit, sprich das Zeichnen, das Malen, also die Farbe, das plastische Gestalten ist, sondern dass wir experimentell arbeiten, dass wir reflektierende Arbeitsweisen, Methoden, Prozesse entwickeln, dass wir auch transformell arbeiten. Jetzt bei dieser Arbeit, der Klanginstallation, nicht nur das analytisch-theoretische Arbeiten auf baugeschichtlicher Grundlage, sondern eben auch das künstlerisch-experimentelle Arbeiten, um sich mit diesem Raum anzufreunden, sich anzufühlen und auch auf diesem Wege mit unkonventionellen Mitteln zu neuen Möglichkeiten zu kommen, wie man Raum wahrnehmen kann, Raum erfahren kann und auch seine spezifischen Eigenschaften herauskehren kann. Also dem Raum ein Gesicht geben kann, was er vielleicht nicht hat oder so. Die Anordnung der Lautsprecher ist ganz stark an der Kuppel orientiert und wir haben versucht, sie eben so aufzustellen, dass eben diese Reflexionen von oben nach unten passieren, sodass der Raum dann eben auch architektonisch und klanglich eben diese Einheit bildet und dass der Dom klanglich gefüllt wird. Scheint, dass kein Direktschall einen Besucher trifft, sondern dass wirklich alles über die Reflexion passiert. Und durch die Symmetrie ergibt sich das dadurch, dass sich dann halt ein Raum auch durch Klang mehr füllt, als wenn man dann wirklich diese Lokalisierung hat. Genau. Weil das ist halt einfach physikalisch, dass dann, wenn etwas auf etwas drauf trifft, dann reflektiert es ja wieder in ganz unterschiedliche Richtungen und umso breiter und raumfüllender wird es ja insgesamt. Und die Quelle verschwindet. The idea behind the installation was to recreate the historical soundscape of the Berliner Dom from after the war when it lay abandoned to its gradual rebuilding in the 1970s. Die Herangehensweise war nicht ganz gewöhnlich für Architekturprojekte, sondern man hat sich ganz viel mit dem Raum und der Raumwirkung auseinandergesetzt. Der Klang wird durch die Architektur beeinflusst, also das kleinste Geräusch kann in so einer großen Dimension eigentlich schon ganz anders klingen. Dass man manche Geräusche, manche Sequenzen in der Installation damit auch verbinden kann, dass die Kuppel auch, man das Gefühl hat, die Kuppel ist gar nicht da. For the opening night, Korinsky invited members of the public to enter the Dom so that they could take in the space, listen to the sound installation, and feel the way sound affects and interacts with architecture. We asked a few people to give their impression of the space and the work. Diese Klänge dazu, da wurde dieser Dom tatsächlich noch viel mehr ausgefüllt. The sounds bouncing around inside and kind of shaking all this air around, it's kind of majestic. Ich finde es sehr gut, dass die unsympathischen Aspekte
von dem Gebäude akustisch aufgenommen werden. Das finde ich sehr beeindruckend und sehr schön und sehr gelungen. C'est très intéressant parce que la réverbération des sons est très forte, ce qui fait que avec l'intensité du son, on sent vraiment que c'est un endroit qui est fait pour les concerts ou en tout cas pour la musique. Next time you enter a building, think about the way it makes you feel. How is it affecting you acoustically?